Geneidet, liebe Leute, und herzlich willkommen auf meinem Kanal, beziehungsweise auf unserem Kanal, denn ich bin wie immer nicht alleine. Nein, der gute Bruno Beck ist auch am Start. Grüßt euch, Leute. Und wir haben hier Türchen Nummer 8. Ja. Ja. Das heißt, wir haben das ein Drittel, glaube ich, nach 16, ja, ein Drittel des Dezember des Adventskalenders geschafft. Und es kann nur besser werden, weil wir haben noch immer nicht die Ghost Rare gezogen. Vielleicht kommt sie heute in meinem Display. Wir hoffen es. Ich hoffe es. Bruno ein bisschen auch, dass er sie zieht jedenfalls. Ja, aber das ist schön. Aber ich will die gerne ziehen. Wer will sie nicht ziehen, ne? Ja, so, ja, natürlich. Ne? Wir wollen es nicht in die Länge ziehen, Leute. Ja. Ihr kennt es. So. Komm mal, los. Du darfst es anfangen. Ich fange die letzten Male immer an. Vielleicht hast du jetzt mal Glück. Nochmal, Bruder. Oh, eine 5. Stabil. Ich ziehe jetzt eine 6 auf Ansage. Auch eine 5. Oh, das bleibt spannend. Gönn mir doch mal. Oh Mann. Eine solide 3. Und eine 1. Gut, ich nehme. Was hattest du davor? Rechts, ne? Ich nehme mal rechts. Nimm mal rechts. Komm. Sag mal rechtsradikal. Ja, klar. Für die Skinheads unter uns hier. Beziehungsweise die Neonazis. Wir distanzieren uns natürlich absolut von jeglicher politischer Seite. Wieso? Oder Ausrichtung. Jeder seine ja, wir distanzieren uns aber trotzdem von jeglicher. Also wir sind politisch neutral. Seid gerne, was ihr wollt. Lasst nur andere Leute in Ruhe. Ich bin Antifa. Und sie ihr Leben leben. Nein. Ich bin Antifa. Ja, klar bist du das. Spaß. Wir geben es alle. Links hast du gesagt? Ich habe rechts gesagt. Rechts, okay. Mal. Nee. Ich weiß, weil du schlecht bist. Nee, ich kann nicht. So. Jo. Parallel. Das war ja Synchro. Parallel dazu isst du Hummer und Kaviar. Normal. Im okay. Es ist Weihnachtszeit. Na und? Kann man auch Hummer und Kaviar essen, Alter? Was ist denn los mit dir? Da bist du mal so ein König. Mach doch mal was Weihnachtlicheres. Ich muss gerade an Lied denken, an ein Rap-Lied, okay? Da muss ich auch mal ein bisschen rappen. Rap-Rebelisi. Richtig. So, falls ihr jetzt gerade erst auf dieses Video gestoßen seid, wir haben natürlich, wie der Adventskalender Tag 8 schon oder Türchen 8 schon sagt, wir haben natürlich schon 7 weitere geöffnet. Guckt gerne rein, abonnieren nicht vergessen, dann werdet ihr auch die nächsten nicht verpassen. Und oh, freut euch auf weitere Videos. Guckt sonst auch gerne nochmal die anderen Videos, wir haben noch viel mehr auf unserem Kanal, was euch vielleicht interessieren könntet. Abonnieren, Glocke nicht vergessen, liken und konstruktiv. kommentieren. Ob es Kritik ist oder was Positives, das ist einerlei, solange es konstruktiv ist. Dieses Wort hast du heute schon so oft gesagt, glaube ich. Aber wir haben auch heute schon so viel aufgemacht. Ich weiß, ja, das ist witzig. Das ist halt, man wiederholt sich. Es wird auch nicht langweilig, ne? Nein, es wird überhaupt nicht langweilig. Also ohne Witz, dieses Set ist top. Falls ihr nicht wisst, wir haben dafür 20 Euro pro Display bezahlt. Wir haben, oh mein Gott, wir haben hier einmal einen Case geholt. Das heißt, ist zweigeteilt, ne? So ein halbes Bruno, genau. Das andere bekomme ich. Deswegen, wir sind jetzt gerade beim Display von dem lieben Rosenberg. Ja. Und ja, nur falls es euch interessiert. Deswegen lohnt sich auch das Set absolut für 20 Euro das Display. Nicht nur wegen den Aufmachen. Die Hits sind auch grandios von den Kosten her, was man wieder reinbekommt. Ja. Man macht extrem wenig Minus, wenn man Minus macht. Ansonsten merkt man hier eigentlich was gerade anmerken, was man anmerken will, ist, falls euch interessiert, welches Display gehört, immer wenn wir begrüßen, wenn jetzt der Bruno begrüßt, ist das sein Display. Wenn ich begrüße, ist das mein Display. Dass du Bescheid bist, damit es nicht zur Verwirrung führt. Ne? Wir haben schon was dabei gedacht. Ne? Genau, aber wir machen natürlich hier trotzdem immer ein Display-Battle draus. Genau. Also ne? Wer die bessere. Bruno, die andere gehört mir quasi fürs Battle. Genau, also nur wer das bessere zieht. Ne? Wer das größte Pack Lack hat. Richtig. So, und falls ihr euch wundert und mal wissen wollt, was für Karten hier sind, weil ich so schnell durchrush, guckt euch gerne an Türchen 2 das Video an. Oder stoppt auch vielleicht, wir können auch mal stoppen. Natürlich. Ne, und die Effekte durchlesen, ich meine, das ist ja eine 4K-Auflösung. Extra nur für euch. Richtig. Oh, geil. Auch schon wieder 5er drin. Ja, läuft. Und die andere war bei 8,50? Ja. Sagen wir 9 Euro, sind wir schon wieder bei 14 Euro. 6 müssen wir nur noch rausziehen und wir haben noch mehr als die Hälfte über. Richtig. Also ihr seht, das Set ist genial. Für einen 20er ist es super günstig. Das Beste, also, was man machen kann. Man zieht sich dumm und dämlich am Bulk, wollen wir gar nicht drüber reden. Ja. Aber ganz ehrlich, nehmen wir mit. Man hat den Spaß, man hat die Möglichkeit auf eine Ghost Rare. Ja. Nicht wirklich viel wert, aber es ist eine Ghost Rare. Nimmt man natürlich
sehr, sehr gerne an. So, ne, jetzt ist da. Ich habe auch noch nie so schnell, glaube ich, so viele Booster aufgemacht. Ja, du bist auch gut dabei. Ja, ne? Schöne Rush. Aber ich muss auch sagen, die Packs, dass sich halt echt gut öffnen, ne? Ja, die sind echt schön. Oh, schön, nochmal ein Wiesel. Das ist jetzt das zweite Mal bis jetzt, glaube ich. Nummer 79, auch fein. Ja, das Wiesel gibt es nicht oft, kostet auch leider nicht viel. Ja, aber das ist eh wahrscheinlich dann irgendwo. Ja, ich meine, wenn man es zum Spiel benutzt, ist es eigentlich scheißegal, wie viel es kostet, wenn man natürlich so ein bisschen ein Gambeln ist hier, ne? Es ist kein Gamble-Set, sagen wir so. Für einen normalen Preis, ich glaube, so normal kostet 40 Euro oder so. Ja, also man kriegt es bei Karten, mal gesagt. Sagen wir mal so, wenn man es für knapp 30 Euro, dann ist es schwierig. Aber wenn ihr es wirklich für so einen super Preis bekommt, Leute, das ist ganz ehrlich, da Leute, das kauft euch ein Case. Nimmt ein bisschen Geld in die Hand. Zur Not lasst den Scheiß liegen. Also ganz ehrlich, die Preise von den Karten, glaube ich, werden auch nicht droppen. Nicht wirklich. Ach, das Synchrostorm vielleicht? Ja, Synchrostorm, Leute, lasst die Finger davon. Das ist wirklich der größte Scheiß. Auch an die Eltern, die vielleicht irgendwie zufälligerweise auf unser Video hier stoßen, was ich nicht glaube. Kauft euren Kindern keinen Synchrostorm. Tut euch selbst den Gefallen. Das ist auch nicht dieses Deep Sea, dieses Wasser. Ja, das ist genauso ein Müll. Sogar noch schlimmer. Gut. Kauft den einfach für 10, 15 Euro was Besseres. Ja. Oder kauft den zur Not, keine Ahnung. Diese Tuckbox für die 25th Anniversary, weißt du, wo die drei Packs drin sind. Das ist das Beste. Holt ihn das, ganz echt. Die haben nicht so viel, ist klar, aber die haben wenigstens irgendwas, womit man arbeiten kann. Holt den Structure Decks, meine Güte. Ey, ganz ehrlich, beste Idee. Oh mein Gott, das ist ein gutes Display. Ja, wirklich. Nochmal hier für euch zum Gucken. Ah, das ist der drittbeste, ja. Genau, die ist bei 5 Euro. Das heißt, du hast jetzt schon 18 Euro raus. Und zwei oder drei Ultras kommen raus. Letztes Booster von meiner Hälfte, das heißt, wir haben noch die Hälfte über. Holy das shit. Heißt, nach diesen haben wir noch 18 Stück. Ja, Mann. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir gehen raus am PK. Ja. Der guckt eh nicht zu, aber ist scheißegal. Vielleicht irgendwann mal. Ja. Wenn er gefangen ist. So, dann machen wir mal den Tausch. Guck mal, wir haben mit. Ich habe 7 Minuten gebraucht. Alter, das ist ein Rekord. Ich mal, mit Dings. Mit Ansage. Stimmt. Also 6 oder 5 minimal. Großer Banner Jack Jaguar RR. Großer Banner Heiligtum. Aber ich hätte auch keinen Bock, jetzt weiter vorzulesen. Ups, guck mal. Falscher Stapel. Ich bin Linkshänder, ich muss die hier haben. Jo. So. Ich pack mal den einmal nach oben. Ne? Ja. Kommen wir doch nicht durch den Tüdel. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Und der heißt Leo, ist auch am Stissel. Soll ich den Müll einmal rechts auf deine Seite packen? Ist okay. Ja? Ja, ich habe ja eh die Hand immer frei, dann kann ich ihn immer direkt so. Eigentlich wäre es besser, wenn du weiter weg sitzen würdest, aber das wäre auch ein Bild für dich dann. Ja, das ist ein Stress, wenn ich es liebe. Passt schon. Passt schon, wie es ist. Guck mal, Nemo, kannst du auch nicht glauben, wie gut wir freuen. Alter, wie sieht der denn aus? Richtig durch, voll auf gewissen Substanzen, Alter. Ja, wir haben hier gerade einen Energy Drink, da ist noch Nemo drauf. Und der kann er mal hier zeigen, komm. Ja, ich weiß nicht, das ist gerade frisch geöffnet. Achso. Sieht man den? Ja, hier sieht man den noch. Nemo in Druff. So. Falls euch wundert, der schmeckt besonders gut von Monster. Sonst finde ich andere auch besser, aber der ist sehr, sehr nett. Eine Empfehlung von mir. Ja. Für die Leute, die Energy trinken dürfen. Denkt und dran, meine Empfehlung, Entschuldigung, ist der ganz normale Effekt, den liebe ich am meisten. Ja, wir machen hier keine Werbung, keine Angst. Das haben leider kriegen wir kein Geld dafür. Vielleicht irgendwann mal. Gucken wir mal. Sagt Bescheid. Sagt Bescheid. Ihr Lieben, Konami, wir warten auf euch. Auf euch sowieso, also. Wir machen vor euch auch Synchrostorm auf. Aber wir werden nie sagen, dass es gut ist. Nö. Wir werden nur unsere ehrliche Meinung teilen müssen. Denn uns kann man nichts erkaufen, in dem Sinne. So. Noch kam nichts Krasses bei mir raus. Aber ich habe ja noch einen dicken Stapel. Ja, immer noch einiges. Und ich sag, da ist die Ghost Rider drin. Ich habe mal ganz frech gesagt, ja, ich hab's im Gurin irgendwie. Doch nicht, aber ein Super Rare, cool, immerhin. Ghost Rare. Ja. Spinne. Eine Pseudo-Ghost. So. Aber heute bin ich ein bisschen schlechter mit dem Öffnen dran. Ich krieg's nicht so clean auf. Aber du hast eh schon mal Plus gemacht hier. Ja, das stimmt. Jetzt, also, wenn du jetzt gefühlt eine 5-Euro-Karte ziehst, hast du gleich einen Plus. Jetzt bist du ja bei 18, glaube ich, ne? Oh. Ja. Roundabout. Ein bisschen auf die Kamera achten hier. Ja, das ist, wenn man so beim Raschen ist. Ja, war nichts drin, Leute, keine Angst. Ach, er ist das vierte jetzt aufgemacht, ne? Also das ist der erste, aber... Das ist deins, ja. Das kommt mir mehr vor, irgendwie. Das kommt mir viel mehr vor, was wir aufgemacht haben. Ja. Das ist ein Drittel. Das muss ja echt mal... Ja, das ist halt echt krass, ne? Auch, achso, übrigens auch hier von der Reihe. Oh, da ist was Schönes drin. Oh mein Gott.
Das ist auch die? Im Slot, also im richtigen Slot schon mal. Ich glaube, das ist die. Meinst du? Scheiße. Oh mein Gott, Leute, das ist ja, tut mir leid, Bruno, dass du sie nicht gezogen hast. Ich habe sie gezogen, es ist meine. Nein. Oh ja. Warum ist die Welt so zu mir? Tut mir leid, Mann. Vielleicht ist es auch noch eine, ich hoffe es ist der. Ich hoffe es auch. Und selbst wenn ich die Nummer ziehen sollte, gibt es ja eh dir. Guck mal, da ist der Bruno, wer da bin ich. Oh Gott. Oh. Ah, sorry, 47 Bruno. 40 Euro. Und ein Mirage. Mit 200 Displays. Alter. Aber warte mal, mit einer fetten Printline natürlich. Echt? Ja, hier sehe ich das oben an der Fresse quasi. Im Augenbereich, in der Augen, auf Augenhöhe quasi. Sieht man das hier? 65 Euro, das sind 2¼ Displays, die da gerade, die er jetzt schon komplett rausgepult hat. Aus diesen Display, Leute. Das ist schon krank. Sorry, Digga. Ich hätte sie nur gern gezogen. Ich weiß, darum geht's nicht. Das hätte ich gegönnt, Digga. Ich hätte sie nur gerne gezogen. Scheiße, ob sie mir gehört. Ich habe noch nie eine Ghost und noch nie eine Starlight gezogen. Ich habe so viel geöffnet. Ich habe Konami so Geld in den Arsch geblasen. Aber woher wusstest du, dass es eine Ghost ist? Weil ich habe es durch den Slot, also durch die... Weil das Feuer schon so geglitzert hat drumherum. Achso, das meinst du hier am Rand? Ja, das habe ich oben rausgemacht. Krass, guck, das hat er erkannt. Ich hab's. Wow. Also ich freue mich, aber ich bin nur verärgert. Natürlich, ich würde es ja auch gönnen, Mann. Ich gönne uns beide das. Komm, ich pack rein und mach's weiter auf. Ich finde eine schöne Tasche, das ist der krasse Tasche, oder? Ich will sie mir auch mal angucken. Alle zerkratzt hier. Der sieht so gut aus hier. Ja, ich mach mal weiter. Zeit vergeht weiter. Kann sein, dass wir hier nochmal eine ziehen und der sie dir. Aber ich weiß, willst du lieber ziehen. Ach. Ja, ich versuche mich auch gerade hier bis zurückzuhalten mit der Freude, aber es ist halt natürlich, ne? Es ist schön. Das ist echt eine schöne Karte. Ja, Mann. Und okay. Das ist so sehr. Ich will nicht wissen, wie dreckig die Karte schaue, Alter. Oh, yeah. Wir brauchen gar nicht überreden, wer dieses Battle gewinnt. Ja, schreib's doch in die Kommentare, wenn ihr wollt. Für mich ist der Tag besser kann es nicht laufen heute. Oh, schön, meine Zeit groß war auf dem Kanal. Ja, mal gucken, ne? So, guck mal, wieder eine gute Karte gezogen. Ja. Alter, was für eine geile Scheiße. Oh. 70 Euro. Ja. Das ist. Das ist das beste Display, was man haben kann. 70 Euro. Und 20 Euro haben wir dafür bezahlt quasi. Zack, zack, zack. Nix dabei, die letzten vier. Erleichterung pur. Krank, wirklich krank. Ich finde den nächsten super. 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 Ja, so haben wir es geschafft. The Road to the Ghost Rare ist schneller als gedacht. Ja. Ich habe echt so an sich gehofft, dass es noch ein bisschen länger dauert. Aber es kann immer noch eine drin sein. Genau. Also wir haben erst ein Drittel auf, ne? Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also und ich denke mal, für den Preis könnte sie auch öfter vertreten sein. Auf jeden Fall. Jungs! Ich hab es. Bruno, ich will dich so aufziehen damit. Ich sag nur eins, ey, du hast mich mit der Zeit immer so genervt, Mann, mit dem Centering. Dann hast du es verdient, Alter. So cute, das hast du noch das beste Centering. Ich weiß. Werde ich irgendwann graden, vielleicht. Gucken wir mal. Und. Ey, ein Wiesel nochmal, ja, zu guter Letzt. Grade Scheiße. Verpackt Kacke in Gold. So, jo, liebe Leute. Das war's auch schon. Ja. Zeig mal deine Hits, Bruno. Das gehört ja dazu, ne? Sorry, wenn ich so laut lache. Aber es ist gerade. Ich hätte die noch mehr runtergemacht, wenn ich sie gezogen hätte. Ich weiß. Also, deswegen bin ich froh, dass ich sie gezogen habe. So, gut, dann zeig mal. Zeig mal deinen. Nee, du bist dran. Du hast ja angefangen hier. Ja gut, dann fange ich mal an. Du musst es auch anfangen. Ich habe auch Top-Hits. Also kann man wirklich sagen, was man will. Du hast mehr Ultras gezogen. Das Display war heftig. Leider nicht meins, aber war genial. Einmal großer Lamander Wutphönix. Vulkanischer Soldat. Vulkanischer Kaiser. Großer Lamander Wiesel. Unermüdliche Box Cross-Konter. Vulkanischer Auswurf und Feuerstoß. Wohlgemerkt, das hier sind ca. 18 Euro gewesen, die ersten drei Karten. Stimmt, Alter. Krank. Das,
Krank. Cool. Ja, ich glaube, die hier waren schon 18 Euro knapp. Also wie der nochmal war? Oder verwechsel ich das? Der war 5er. 5er, ja, guck mal, ja, ja. Ich die schon mal raus mit dem. Das sind schon 10, 20 Euro sind die drei schon zusammen. So, dann habe ich vulkanische Inferno nochmal, vulkanische Blutbeständigung, den Wiesel, den General Kaiser, den vulkanischen Soldat und natürlich die... Darf nicht fehlen. Only one Ghosty. Die Paxe Isabella, die brauche ich nicht reinpacken. Nee, nee, genau. Ja, forderst du deine Displays? Die werde ich, glaube ich, sogar hier irgendwo hinstellen. Ja, hier. So, liebe Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, genau, lasst gerne ein Like da, schreibt auch gerne, wer gewundert, brauchen wir eigentlich nicht, aber gibt dem lieben Rosenberg einfach die besten Glückwünsche, genau, dass er diese schöne Karte gezogen hat. Danke, Mann. Sehr sportlich von dir. So bin ich. So bin ich. Ne? Und von daher, wir sagen, viel Spaß bei den nächsten Videos, die kommen. Viel Spaß bei den Videos, die davor waren. Und reingehauen und wiederschauen. Wir sagen, danke.